Es gibt eine gute Nachricht in diesem Jahr, denn zum Jahreswechsel wurde ein Programm von dem Volumen des Kapitals verdoppelt auf 500.000. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Wir begleiten jedes Jahr Menschen dabei, Fördermittel, Bankmittel, Investoren, Beteiligungsprogramme zu akquirieren oder einfach nur ihr Vorhaben zu strukturieren und erfolgreich zu starten oder zum Wachstum zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass es auch für Unternehmer, für Gründer, die wenig Eigenmittel haben, Mittel- und Förderprogramme gibt, die theoretisch ohne Eigenkapital starten können. Und da galt bisher die Obergrenze beim Berliner Landesprogramm bei 250.000 Euro beim Programm Berlin Start. Seit dem 01.01.2018 wurde diese Summe verdoppelt auf 500.000 Euro. Das Besondere an diesem Programm ist, dass das Eigenkapital auch mit 0 Euro auskommt. Nun, das ist zwar richtig von der Richtlinie her, aber in der Regel läuft die Antragstellung ab immer über eine Hausbank, dann geht es zur IBB, zur Landesbank und kommst du aus einem anderen Bundesland, also nicht aus Berlin, sondern Nordrhein-Westfalen oder aus Hamburg, dann gibt es dort ebenfalls Landesbanken, die heißen ein bisschen anders. Und die Landesbank, die will dann noch eine Beteiligungsbank als Garantie als Bürgschaftsgeber noch haben. Und manchmal kann es sein, dass hier die Hausbank doch ein wenig Eigenkapital sehen will. Das sind besonders gefährdete oder Risikobranchen, wie auch Gastronomie beispielsweise hier in Berlin der Fall ist. Also Antragstellung läuft in der Regel über 3 Bankschritte. Das ist für dich einfach wichtig, dass du weißt, dass du also auch mit 2 bis 3 Monaten zu rechnen hast, bevor du dein Geld bekommst. Du kannst dieses Geld auch nicht nur als Gründer beantragen, sondern auch als Unternehmen, als junges Unternehmen, wenn du vielleicht erst 1, 2 Jahre am Markt bist. Auch dann kannst du dieses Geld beantragen. Der Vorteil ist, du startest lean, also ganz schmal, ganz klein, mit wenig Aufwand. Und wenn du merkst, dein Geschäftsmodell funktioniert, dann gehst du halt im 2. Jahr zur Bank und sagst, hier, ich brauche 500.000 oder was auch immer. Aber was ist der größte Vorteil? Wir haben ja gerade hier in Berlin, aber auch in anderen Metropolen den Zuwachs von Startups, also von Tech-Unternehmen oder anderen Unternehmen, die übers Internet, über E-Commerce-Plattformen beispielsweise arbeiten. Nun, das ist häufig so, dass der Anteil der Sachgüter deutlich gering ist. Da haben die meistens eine Anschaffung von 10 Laptops, einen Tisch, ein paar Stühle, ein bisschen Ausstattung und haben geringe Anfangskosten im Bereich der Sachgüter. Aber was sehr hoch ist, sind die entsprechenden Betriebsmittel. Betriebsmittel, so jetzt hier mal im Finanzdeutsch, das sind dann die Personalkosten, die laufenden, vielleicht den Geschäftsführerlohn, vielleicht die Miete, vielleicht die anderen laufenden Fixkosten, die du hast. Und häufig ist es so, dass Förderprogramme sagen, wie zum Beispiel das KfW-Startgeld, maximal 30% des Gesamtkapitalbedarfs, was du beantragst, darf Betriebsmittelanteil sein. Ja, wenn du 2.000 Euro Miete hast, du hast 5.000 Euro Personalkosten und du hast noch 3.000 Euro sonstige Fixkosten, Marketingkosten, bist du bei 10.000. Nun, dann hast du da 3 Monate beantragt und schon bist du am Ende des Geldes. Der Vorteil hier bei diesem Programm Berlin Start ist, dass es diese Beschränkung, dieses Limit nicht gibt. Du kannst also bis zu 100% Betriebsmittel, also keine einzige wirkliche Investition oberhalb von 810 Euro, kann dabei sein. Dann kannst du 500.000 Euro, und das ist besonders gut für Startup-Unternehmen und Gründer in diesen Segmenten, wo wenig Investitionen erforderlich sind, eine gute Nachricht. 500.000 Euro Betriebsmittel. Es gibt natürlich noch andere Programme in deinen Bundesländern. Es gibt andere Programme natürlich, die auch Zuschüsse beantragen. Denn das hier ist ein Darlehen, was zwar mit 2 Jahren Tilgungsfreiheit versehen wird, was auf der Zinsebene bezuschusst wird und was auch hier bei der Bürgschaftsbank überhaupt möglich macht, dass du als Gründer ohne eine Vergangenheit, ohne Immobilienbesitz beispielsweise als Sicherheiten das Geld bekommst. Zusammengefasst ein Spitzenprogramm für Gründer, für Jungunternehmer und gerade auch für Startups, die sagen, wir haben hier eine tolle Idee, wir wollen nicht viel Sachgüter kaufen, sondern brauchen eine Betriebsmittelfinanzierung. Dann hast du bis 500.000 hier eine Möglichkeit zu starten. Solltest du aus dem Tech-Fonds kommen, solltest du ein Produkt erst noch entwickeln, nun, dann suche auch in deiner Region nach Programmen wie Profit-Frühphasenfinanzierung oder Projektfinanzierung, so heißen die bei uns in Berlin. Aber die gute Nachricht ist, es gibt in fast allen Bundesländern ähnliche Programme. Solltest du nun Fragen haben oder dieses Programm beantragen wollen, nun, dann stehen wir dir gerne zur Verfügung und mit einem kostenfreien Erstgespräch kannst du mehr Informationen bekommen. Denn wir helfen dir dabei, deinen Antrag richtig zu schreiben, vollständig zu schreiben
und sicherzustellen, dass du gut vorbereitet in die Gespräche gehst und sogar bis zum halben Jahr oder 9 Monate nach erfolgreichem Antrag helfen wir dabei, den Schlussverwendungsbericht, den Durchführungsbericht dann auch der Bank mitzuteilen, dass die dann auch wissen, aha, alle Mittel sind auch zweckdienlich und so wie beantragt verwendet worden. Ich wünsche viel Erfolg. Du kannst gerne diesen Kanal jetzt abonnieren, da wir jede Woche neue Videos hier produzieren und du kannst uns gerne weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.